Herzlich willkommen zum Adventskalender von Ella für den 17. Dezember 2019. Ja, heute könnten Ideen, kreative Gedanken, Eingebungen kommen, Inspirationen, so ich sag mal zwischen vormittags und nachmittags. Und da kann man jetzt auch auf Ideen kommen, wie man gewisse Dinge auflösen kann, die vorher nicht so gut geklappt haben. Und man sollte wirklich danach Ausschau halten oder explizit darüber nachdenken. Das ist heute die Qualität des Tages, die man nutzen kann. Das gilt für alle natürlich. Und wir schauen jetzt noch, was die Karten heute für euch haben. Mein lieber Skorpion, wir sind am Dienstag, den 17. Dezember 2019 angekommen und wir haben schon gehört, was astrologisch möglich ist. Wir schauen mal, was die Karten haben. Wir haben Solarplexuschakra und das bedeutet dein Bauchgefühl. Was sagt dein Bauchgefühl? Wir haben Frage deine Engel und das ist eben auf deine Intuition, dein Bauchgefühl zu hören. Die Engelkarte sagt Gesetz der Anziehung. Jeder Gedanke ist eine Investition, die sofortige Dividenden ausschüttet, daher investiere weise. Du hast die Macht, deine Gedanken zu wählen und sie auf Liebe, Frieden und Harmonie auszurichten. Auf deine Bitte hin werden wir mit Freuden deine Energien auf höhere Frequenzen einstimmen. Also es geht darum, dass du eben Positives hervorrufst. Wir haben die Entscheidung, also zwei Möglichkeiten. Welchen Gang wählst du? Ich denke, dass du vielleicht einfach darauf hingewiesen wirst, in einer Situation oder auch in mehreren Situationen heute zu versuchen, also versuchen solltest, die Situation positiv anzugehen mit positiver Energie und positiven Gedanken. Ich glaube, das ist so heute das, was die Karten dir sagen wollen und auch, dass du deiner Eingebung folgen sollst. Ich bin gespannt, wie das passt und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.